Ich backe heute mit euch eine Himbeerrolle, weil ich am liebsten Himbeerrolle esse, mich aber noch nie selber an das Rezept herangetraut habe und wünsche euch heute jetzt viel Spaß, mit mir das zu backen. So, und dann starten wir auch direkt mit dem Biskuitteig. Dazu brauchen wir Eier, Zucker und Vanillezucker und vermischen das Ganze, damit es dann schaumig ist. Also einmal schaumig rühren. So, Deckel drauf und schaumig rühren. Dann fügen wir die pulverigen Lebensmittel hinzu. Das wäre einmal Mehl und ein Teelöffel Backpulver. Und unterrühren das Ganze dann auch noch. So, nachdem alles unterrührt ist, einmal nochmal mit einem Spatel alles umrühren, damit auch die Reste mit verarbeitet werden. Und dann geht das Ganze auf ein Backblech und dann kann man das schön verteilen. Und dann geht das ab in den vorgeheizten Ofen, ne? Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. So, weiter geht's mit der Füllung. Und dazu brauchen wir Sahnemilch, Puddingpulver und eine Marmelade. Da es eine Himbeerrolle ist, sollte es auch Himbeermarmelade sein, aber man kann es ja ganz auch zur Erdbeerrolle machen und Erdbeermarmelade nehmen. Und die ganzen Zutaten verrührt man dann einmal. Beim Puddingpulver kann man sich entscheiden zwischen Vanille oder weiße Schokolade, das bleibt einem selber frei. Ich habe mich jetzt hier für weiße Schokolade entschieden, weil ich weiße Schokolade am liebsten mag. So, dann einmal das Ganze schön verrühren. Und dann fügen wir der Creme noch Quark und Schmand hinzu. Nachdem alle Zutaten miteinander verrührt sind, vielleicht auch nochmal die Reste mit einarbeiten und dann nehmen wir 2, 3 oder 4 Teelöffel von der Creme und tun sie zur Seite, weil wir die später noch brauchen, um die Biskuitrolle zu ummanteln. Jetzt füllen wir noch Himbeeren hinzu, kann auch Erdbeeren sein und es müssen keine frischen Himbeeren sein, man kann die auch aus der Tiefkühltruhe nehmen, das macht keinen Unterschied, die müssen nur aufgetaut sein. Und nachdem unser Biskuitteig im Ofen schon gebacken hat, ist der ready zum Stürzen. Dazu einfach ein Geschirrtuch auslegen und einmal die Biskuitrolle drauflegen. Und um das Backpapier besser lösen zu können, einfach mit einem nassen Pinsel bestreichen. Und im warmen Zustand so schnell wie möglich mit dem Geschirrtuch aufrollen, damit es die Form quasi behält. So, nach 20 Minuten ungefähr sollte das Ganze abgekühlt sein. Und man kann dann die Füllung nehmen und die Biskuitrolle damit bestreichen. Einfach ganz gleichmäßig, so dünn wie möglich. So, nachdem alles super verteilt wurde, dann kann man die Biskuitrolle aufrollen, wie eine Sushi-Rolle.
So, nachdem es aufgerollt ist, sucht man sich eine schöne Unterlage. Ich hatte jetzt keine Kuchenplatte, deswegen habe ich einfach einen Teller genommen und ganz vorsichtig versuchen, die Rolle rüber zu transportieren, und dann kann man die Ecken schön sauber abschneiden. Und dann nehmen wir die restliche Creme, die wir zur Seite gestellt haben, und beschmieren unsere Biskuitrolle, damit das Ganze hübsch aussieht. Und am Schluss steht es einem frei zu, die Rolle noch zu beschmücken, also entweder mit Himbeeren oder mit Schokostreuseln. Guten Appetit wünsche ich!